Wir sind die ersten Menschen, die mit einem Tandem über den Eisbach springen. Wir haben das zwar noch nie gemacht, wir können das eigentlich auch gar nicht. Aber so schwer wird es nicht sein. Wir müssen einfach mit 100 km/h über diese Wiese fetzen und dann auf die Rampe abheben, rüberfliegen und danach gehen wir irgendwo schön was Mittag. Ist halt, es hat nicht ganz geklappt. Das lag aber nur daran, dass wir da vorne durch eine Pfütze gefahren sind und dann hinten Hinterrad weggerutscht. Wir würden es jetzt nochmal machen, aber das Ding ist halt, ich muss los, weil meine Oma hat Geburtstag. Okay. Oh, oh, oh. Tschüss.